Ich bin ein Zug! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rogue Legacy. Wird jetzt wieder aktiv gespielt, sollte aufgefallen sein. Die erste Folge habe ich am Montag rausgehauen, direkt noch. Einen ganz kleinen Moment bitte. Ich muss nur mal gerade den Upload eines Videos einleiten. Das habe ich nämlich vergessen. Privat. Dateien. Wo ist es denn? Hier. So, kannst du hochladen. Sorry dafür. Habe ich eben vergessen, das Video hochzuladen. So, wollte ich eigentlich direkt nochmal. Hallo, ich will hier. Achso, das ist ja eine andere Taste. Ach, naja. Ich lese mir das nicht durch, sorry. Das ist ja lustig. So. Schauen wir mal, wo wir hier Schätze finden. Da oben. Das war knapp. So, 44 Schaden machen wir. Müssen wir da ein bisschen aufpassen. Da. Mit Hilfe. Ja, einfach mal 500.000 Gegner. Ist klar. Ist klar, Fragezeichen. Alter. Okay, jetzt sind wir wenigstens hier unten schon mal safe. Gleich mal 500.000 HP verloren. Okay, Objective complete. Aber ich will halt... Lebt das da unten? Nö. Ich will halt schon die Kisten haben, weil da sind Runen drin. Oh, eine Grace Rune. Ich weiß zwar nicht genau, was sie macht gerade, aber... es wird schon nützlich sein. Ich wollte den Doppelsprung übrigens mal einsetzen. Ah. So, das können wir so lösen. Hier können wir uns wieder Gold holen. Gratis Gold. So. So. Gold für mich. Ist da drüben noch was? Jo, eigentlich schon. Können wir uns ein bisschen... Ah, nee, hier muss man hoch in den Maya. Gehen wir denn stattdessen lang? Wir gehen. Hier runter. Und hier lang. Und gehen da runter. Nein, ich möchte das nicht lesen. Dann muss ich hier drüber springen. Tot. Und da. Wow, das war knapp. Ja, das ist... Solche Räume sind... Also... Ich finde es ein bisschen schade, dass das so gelöst ist. Dass man wirklich nicht mit allen Charakteren alles looten kann. Und vor allen Dingen mit einer Spellunkette... Eine Mini-Spellunkette. Das wäre... Das wäre mal geil. Aua. Eine Mini-Spellunkette wäre... das wäre übertrieben. Wir müssen eigentlich da oben lang, ne? Gehen wir einfach hier lang. So. Zack. Hier hoch müssen wir. Da oben kommen wir ja nicht dran an die Kiste. Okay, das Bild lebt nicht. Ich dachte schon. Hallo, meine Freunde. So, einer ist tot. Aua. So, zwei sind tot. Jetzt können wir noch nach oben gehen. Dieses einfach mal ein fettes Viech gekillt. Da müssen wir außen rum gehen. Außen rum. Das ist ja dumm. Ah. Nein! Ah, dammit. Nein, nein! Oh, verdammt! Verflucht nochmal. So. Okay, der ist einfach mal gestorben. Das ist auch gut. Hier oben kommen wir natürlich nicht lang. Warum macht den einfachen Weg? So. Aber hier kommen wir noch an eine Kiste. Wenn ich das richtig sehe. So. So. Tot. Gold.
Tot. Tot. Ah, nein. Oh, das sind die Bösen. Okay, doch nicht. So, zwei Säcke und Gold. Alles meins. Oh, the gold belongs to me. So. Okay, da bin ich jetzt nicht dran gestoßen mit dem Schwert oder so. Nein. So. Ich hasse diesen Weg jedes Mal. Ah! Könnte ich. So. Easy. Locker, easy. So. Müssen wir lang. Hier unten. Verpiss dich! So, critical, Alter. Was ist da los? Gut, dass er critten kann. Sonst wäre er ja total unbrauchbar. Zumindest jetzt um an das Gold. What? Ist das euer motherfucking Ernst-Entwickler? Da kommt man noch nie dran. Also, zumindest ich nicht. Ich habe auch keinen Skill, aber... Im Ernst. Frustriert doch nicht eure Spieler. Tot. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. So, tot. 6 Minuten. Ja. Tschüss, you're here. Sir Jakob. Oh ja, ein Huk... Oh, hojo. Hojo. Ein Hokage. Hojo. Ich würde gerne mit dem Barbaren dann den Boss probieren. Oder mit dem Hokagen. Ich weiß es nicht. 1800. Jetzt können wir hier oben mal weitergehen. Zack. Was auch immer das gebracht hat. Unser Schloss sieht eigentlich schon recht stattlich aus, würde ich mal sagen. So. Release the power of the Lich. 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 Ich nenne ihn mal Lich. Der brauchen wir 1490 für. Aber wir haben nur 485. Und damit können wir aber halt gar nichts. Der hat gefurzt. So eine Sau. Meine Güte. Dass sie sich nicht benehmen können. Meine Güte. Also mal ganz ehrlich, ja. Sorry. Müsste aber ein bisschen gehen. Ich muss gleich mal ins Bett, weil es ist bereits 23 Uhr... 22 jetzt. Also ich lade gerade noch das Video hoch. Die Rogue Legacy Folge für Montag. Und danach werde ich mich auch in das Bett begeben. Oder auch nicht. Also wahrscheinlich werde ich es sowieso nicht machen. Und einfach bis 5 Uhr früh wach bleiben. Aber naja. Gute Vorsätze, ne? So. Ist jetzt ein Hokage, ne? Habe ich jetzt richtig? Ich hab's schon wieder vergessen, aber ja, es ist ein Hokage. Sieht man am Schaden. Aua. Oh, das war ja fast geskillt. Easy. So. Also beim Hokage sollte man sich wirklich ausschließlich aufs Töten konzentrieren. So. Aua. Alter. Manche Ebenen, ne? Die sind wirklich ein bisschen übertrieben. So, krieg ich das hin ohne Schaden? Ja, Skiller. Nicht so Skiller. Da sind wir wieder bei dem alten Thema. Wenn ich mich selbst lobe, geht das alles den Bach runter. So. Möbel zerstören muss. So. Oh, eine Schissel-Missel-Truhe. So. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's in den Maya-Turm. Will ich aber nicht hin, weil ich noch zu schwach bin. Eigentlich bin ich überhaupt nicht zu schwach, aber... naja. Zum Goldsammeln ist es da oben eigentlich ganz gut. So. Furzt der hier rum, Alter. Meine Güte. So. Oh, 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 oh. Hier geht's runter. Hier geht's rein. Ich habe übrigens vielleicht noch eine kleine Info. Harveys neue Augen kostet jetzt auf Steam nur 4 Euro. Ich komme da nicht hin. Hier müssen wir aber eigentlich sogar hin. Theoretisch. Nur 4 Euro. Und ich werde mir das eventuell auch besorgen. Das war ja Wahnsinn. Was los mit mir, Alter? Was los? Werde ich mir das eventuell auch besorgen und die gesamte Daedalic-Reihe mal durchzocken. Weil es gibt ja immer mal so Angebote. Und wie gesagt, wenn ein Spiel einfach nur 4 Euro kostet. Ich werde es aber chronologisch spielen. Ich werde Ätnabricht ausspielen. Danach habe ich neue Augen. Und danach geht es weiter mit der Deponia-Reihe. Was ich auch gerne spielen würde, ist
heißt es denn? The Night of the Rabbit. War auch ein schönes Spiel, fand ich. So. Aber das weiß ich auch alles noch nicht. Also, das, da muss ja halt dann erstmal das Geld da sein. Und wenn dann das Geld da ist, muss ich das mal aufnehmen. Und das muss erstmal alles hochgeladen sein. Und ihr wisst Bescheid. Aber ich will einfach nur sagen, mir geht auf keinen Fall der Stoff für einen Kanal aus. Ja. Mir geht definitiv der Stoff für den Kanal nicht aus. Also, ich habe einfach noch so viel in Planung und ich habe jetzt schon 480 Videos, glaube ich, hochgeladen. Also, mein Kanal ist schon irgendwie extrem. Also, ich hätte nie gedacht, dass das mal so. Kann ich immer so erzählen, so nebenbei. Hätte nie gedacht, dass das mal so. Ja, so groß wird, in Anführungsstrichen. Ich habe zwar nur fast jetzt 90 Abonnenten. Ich glaube, es sind jetzt 88 oder so. Aber, naja, die zwei Goldsäcke hat man nicht noch mit einsammeln können. Schade. Ich kann aber so ein bisschen weiter erzählen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es, mal so groß wird. Ich nehme mal hier den Barbarian Queen. Und ja, ist einfach. Ich habe das auch euch zu verdanken, so. Ich denke mal. Yay, Masters of Life and Death. The Lich has possible grants the Lich permanent heals to a cap. Making them truly dangerous. Ach ja, der kann, den können wir im Leben hochpushen. Na ja, cool. Jedenfalls, wie gesagt, 480 Videos schon hochgeladen. Ich, bin zufrieden. Was heißt zufrieden? Ich bin glücklich. Vor allen Dingen, weil sich das auch so schnell entwickelt hat. Ich habe ruckzuck ein paar Videos hochgeladen. Ich meine, in Tekton haben wir fast 200 Folgen gespielt. Das muss man sich mal überlegen. 200 Folgen, das ist heftig. Das sind 30, also ein Monat hat 30 Tage jetzt, sagen wir mal so rund. Das sind 3 Monate, das sind 6 Monate. 180 Folgen, ja, das sind fast genau 6 Monate. Es sind genau 6 Monate, wenn man es genau nimmt. Also, vielleicht habe ich auch mal ein paar Tage ausgelassen. Also, so rund 6 Monate haben wir einfach Tekton gespielt. Und, ja, Rogue Legacy wird halt auch noch eine ganze, ganze Weile gehen. Plants vs. Zombies habe ich durchgespielt jetzt. Also, nicht wundern, weil es da jetzt irgendwas schreibt und ich da nicht mehr drauf reagieren kann. Plants vs. Zombies habe ich durchgespielt und durch hochgeladen. Das kommt jetzt auch bis zum Ende. Ja, dann, wie gesagt, wir haben hier noch das neue Projekt vor. Das neue Projekt, aka Sea of Flames. Super Hostel Maps. Von den Super Hostel Maps, da gibt es ja einige. Da können wir auch sicherlich noch mehr spielen, wenn wir da so eine Adventure Map Reihe draus machen. Das wollen wir machen. Also ich und Fips. Adrian ist ja. Das erzähle ich in einem anderen Video. Da mache ich mal noch ein Infovideo zu, was da passiert ist. Und. Ja, wie gesagt, die Adventure-Reihe, ja, von Derelict wird kommen, ich möchte das auf jeden Fall spielen, wenn ich mir überlege, The Night of the Rabbit, ich habe davon ein paar Folgen gesehen bei einem Let's Play, wenn ich mir das überlege, wie geil dieses Spiel ist und wie gern ich das spielen würde, naja, ich hier so sitze und so erzähle und so spiele und, ach, ist alles so toll, ich habe ja auch mein Gaming-Office umgeräumt und eine Facecam könnte demnächst auch mal kommen, das muss man dann mal schauen. Jetzt habe ich schon wieder eigentlich viel zu viel geredet. Ich müsste mir das eigentlich für ein paar Folgen so aufheben, weil ich könnte wirklich ein paar Folgen einfach so reden. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen für diese Folge. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Rogue Legacy. Bis denn, haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.